Was ist dein kleines Stück zu Hause? Mein kleines Stück zu Hause ist der Schrank und der Schreibtisch, den ich mit meinem Papa gebaut habe, bevor ich ausgezogen bin. Mein kleines Stück zu Hause ist mein Lieblingsvolleyball, den ich von daheim mitgebracht habe, um mich der mich beruhigt unter der Woche, wenn ich zu viel Stress habe und einfach nur mal mich wieder an zu Hause erinnern will. Ein kleines Stück zu Hause ist meine Schwester, die ich aus Tunesien mitgebracht habe, weil sie zu meiner Familie gehört. Mein kleines Stück zu Hause habe ich eigentlich nicht, weil ich regelmäßig nach Hause fahre. Also mein kleines Stück zu Hause ist, sind Fotos von meiner Familie und von meinen Freunden, damit ich die halt hier auch immer dabei haben kann, damit ich die angucken kann und halt niemanden vergesse sozusagen. Mein kleines Stück zu Hause ist meine E-Gitarre, die ich mitgenommen habe hier in Darmstadt. Und ich habe sie mitgenommen, weil es mir einfach Spaß macht zu spielen. Ich habe auch lange in der Band gespielt, aber hier in Darmstadt spiele ich jetzt nur noch für mich. Ja, mein kleines Stück zu Hause ist das Bild von meiner Mutter. Ja, weil ich sie manchmal vermisse und möchte sie immer bei mir haben. Mein kleines Stück zu Hause ist meine Babydecke und Fotos der Familie, weil es mich an meine Kindheit erinnert und an mein Familienleben und an das Dorfleben mit der Familie. Ja. Was ist dein kleines Stück zu Hause? Mein kleines Stück zu Hause ist wahrscheinlich mein Besteck, was ich von meiner Oma bekommen habe. Das erinnert mich halt an Familie und ja. Mein kleines Stück zu Hause sind meine Möbel, da ich zu Beginn zur Zwischenmiete gewohnt habe und dort keine Möbel hatte, also nur die von den anderen Personen, habe ich mich nicht so heimisch gefühlt wie in meinem eigenen Bett, wo ich mich dann so reinkuscheln kann und wo ich mich dann gefühlt habe wie zu Hause und so eingemummelt, eben dieses heimische, häusliche, gemütliche auch. Und was war die größte Umstellung für dich? Wahrscheinlich, dass immer so viele Schwaben um mich herum sind. Also am meisten verändert hat sich bei mir, seitdem ich ausgezogen bin, dass ich natürlich alles selber abwaschen muss, dass ich keine Waschmaschine mehr habe und dementsprechend auch selber meine Kleidung sauber machen muss. Und natürlich, dass es eine riesige Stadt ist und ich aus einer kleinen Provinz komme und mich dementsprechend erstmal zurechtfinden muss. Was am Anfang besonders schwierig war, ist die Sprache, weil ich musste eine neue Sprache lernen. Am schwierigsten war bisher für mich, dieses Doppelleben zu führen sozusagen, dass man noch das Leben zu Hause fortführt mit der Familie und mit Freunden, die da geblieben sind, aber auch hier eben ein neues Leben aufbaut und ja halt auch hier seine Freunde sucht und ja. Der Unterschied von zu Hause und jetzt allein zu wohnen ist halt extrem hohe Miete hier in Darmstadt. Ja, ich muss halt selbstständiger werden, also ich muss einkaufen gehen, was hier in der Gegend ein bisschen schwierig ist bei mir. Ich muss die Wäsche selber machen und natürlich das Zimmer aufräumen selber und ja. Ja, besonders schwierig bei mir war, dass ich meine Familie verlassen musste und ja. Besonders schwierig war für mich, auf meinen Schlüssel acht zu geben, weil bei uns zu Hause die Haustür nie abgeschlossen war und man immer rein und raus gehen konnte. Und einmal zuzuschließen und natürlich dann immer vor der Tür zu stehen und erstmal so nicht rein zu können, war vermerkt, wie ich dann so alles rauskam, aufschließen und so. Das war eine kleine Umstellung, ja. Das Schwierigste ist für mich das Familienleben, was ich vermisse, weil man hier mehr alleine lebt mit Studenten und ich vermisse das Essen von meiner Oma. Das Schwierigste bei mir ist auf jeden Fall die Distanz, da ich von Luxemburg nach Darmstadt gezogen bin und das fehlt einem dann schon, dass man nicht so schnell dann wieder nach Hause kommt.